So, ja. Dann wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt, hier unten auch nochmal Felder anzulegen. Weil wir hier nicht so viele Felder hinkriegen. Aber wir hauen mal hier dann noch ein Lagerhaus hin. Da setzen wir erstmal auf Holt. Dann machen wir nächstes Jahr. Da geht's nicht. Dann machen wir mal 14, 14, 15 so. Dann werden wir das Ding hier unten wegreißen. So, dann können wir erstmal hier Platz machen. Und das, okay, das soll schon abgerissen werden. Dann haben wir hier ein Feld. Da können wir leider nicht, weil hier so ein blöder Hügel ist. Aber dann haben wir. Ne, Moment, dann werden wir das hier auch nochmal wieder wegreißen. Brauchen wir dann da eigentlich nicht, weil dann werden wir ein Lagerhaus hier so hinstellen, wenn wir da den Platz hier sowieso nicht nutzen können. Ne, wir machen das mal so. Na gut, ist jetzt eigentlich egal, wie wir das hier so machen, aber dann setzen wir da das Lagerhaus hin. Dann können wir hier nämlich einen Weg lang führen. So. Und dann hier noch Felder hinsetzen. Okay. So, dann haben wir erstmal gerade keine Obdachlosen mehr. Dafür wohnen hier noch genug Leute. Jo. Also wir brauchen auf jeden Fall noch Häuser. Spätsommer. Gut, dann darfst du gebaut werden und du darfst gebaut werden. Dann stellen wir hier gerade nochmal so Leute ein. Und wir brauchen ordentlich Stein, wir brauchen jetzt gerade alles. Das ist jetzt wirklich ein Risiko. Ich hoffe, das geht irgendwie gut. Aber wir haben genug Werkzeug. Kohle haben wir auch genug. Dann werden wir hier nochmal Eisen herstellen. Ja, jetzt müssen wir wirklich mit der Nahrung aufpassen. Wie wir sehen, sind wir hier schon deutlich runtergegangen. Über den Winter werden wir kommen, aber dann muss das im nächsten Jahr schon deutlich besser laufen. Heißt, wir werden auch hier. So, machen wir mal hier nochmal. Na? 15, 15. Und hier auch nochmal ein. So, gerade gucken, wie wir das mit den Bauern alles hinkriegen, aber. Das wird schon. So, und wir brauchen auf jeden Fall noch Holz, Brennholz, kann ich mir vorstellen. Können wir hier nochmal einen Holzhacker direkt anstellen, der anfängt Holz zu hacken. Holz haben wir hier noch. So, haben wir nochmal Arbeiter bekommen. Ist natürlich blöd, wir hätten jetzt theoretisch diese nur mal hier weiterlaufen lassen können, dann hätten wir jetzt schon mal Fleisch gehabt, aber das ist mir gerade lieber. So, 5000. Kommen wahrscheinlich noch mal ein bisschen was drauf, aber das ist schon mal deutlich weniger. Dann haben wir aber hier noch mal zwei Felder. Sollte eigentlich reichen. So, dann ist das ja fertig. Da wird auch gerade noch ein Haus gebaut. Gut, dann sind die hier alle weg vom Fenster, also weg aus der Notunterkunft, das ist vernünftig. Da wird dann Eisen und so, okay, also das mit den Werkzeugen passt. So, dann haben wir hier schon mal nur noch 8 und 2 und das passt. Wir werden jetzt nochmal darauf achten, dass wir hier genug Leute haben, weil jetzt kommt es ein bisschen darauf an, dass das hier gut läuft. Jetzt haben wir Spätherbst. So, wir können mal direkt gucken. Die Produktion der Lebensmittel ist noch alles okay. Mit den beiden Sachen sind wir dann aber auf jeden Fall gut dabei. Jetzt müssen wir mal gucken. Drei Felder dazu, das sollte reichen. Das sollte reichen.
Brennholz ist auch alles gut. So, 7 und 7. Hier können theoretisch 12 drauf. Okay, lassen wir erstmal alles so, wie es ist. So. Dann hätten wir 4, 8, 12. Reicht nicht ganz. Wir können es ja erstmal mit 2 Feldern versuchen. Könnte man, glaube ich, auch noch ganz gut irgendwie ein Nussfeld hinsetzen, ne? Würde theoretisch gehen. Machen wir auch nochmal. Beziehungsweise einfach schon mal fertig machen. Das dauert ja ein bisschen. Ich würde jetzt erstmal die Felder aktivieren hier, dass das vernünftig läuft. Steine haben wir, Eisen haben wir, Kohle haben wir, Werkzeuge haben wir. Das läuft alles. Also eigentlich sind wir jetzt erstmal, das haben wir ganz gut abgefedert, glaube ich. Zeigt sich jetzt natürlich erstmal im nächsten Jahr. Mal bei 150. Wenn wir die erreicht haben, werde ich erstmal einen Schmied auf jeden Fall wieder ausschalten. So, gucken wir mal. Also, Mais und Kürbis. Dann sind wir bei 31. Das kommt hin. Wir haben hier noch 3 Bauarbeiter. Dann passt das. Dann würde ich hier nämlich dann, sobald sich das ein bisschen beruhigt hat, einfach noch eine Walnussplantage machen. So, Mr. Händler. Jetzt hat er Hühner. Hühner sind auch geil. Was? So, 10. Ich habe keine 10 Hühner. Das ist so scheiße. Ich will 2 Hühner erstmal. Holz können wir eigentlich ganz gut verballern. Wir brauchen 800, das heißt 400 Holz. So, dann handeln wir mal. Und als Auftrag, Schafe wären schön. Schafe wären richtig schön. So, dann haben wir jetzt 2 Hühner, die sitzen erstmal da. Eine kleine Hühnerfarm werden wir auf jeden Fall noch errichten. So, das ist erstmal alles aus. Dann haben wir jetzt den Spätwinter. So, dann haben wir erstmal das. Dann können wir eigentlich noch fix eine kleine Tierzuchtgeschichte machen. Kriegen wir die denn hier hin? Das würde gehen. Dann werden wir die auch nochmal da eben errichten. Da brauchen wir ja nur 2 für. So, symmetrisch am Arsch, aber egal. Oh, weia, jetzt geht's aber gut voran hier. So, das passt. Dann passt das auch noch mit den mit der Viehweide. Ja. Sehr schön. Dann haben wir nämlich Hühner auch noch dabei. Das ist nicht schlecht. Auch da wäre eigentlich dann eine zweite gar nicht verkehrt, also eine zweite Viehweide, dass wir einfach noch auf Sicherheit gehen können, was irgendwie eine Geflügelpest oder so angeht. Aber für den Moment ist das schon okay. Finde ich gerade gut, dass das alles so läuft, wie immer. Wenn wir nur Weizen hätten. Weizen ist so gerade mein Gold. So, jetzt müssen wir gerade mal gucken, woher kommen denn jetzt die Leute, die hier arbeiten? Von da oben, da arbeitet keiner, ist klar. Okay, so, Frühlingsanfang. Knapp 2800 Einheiten Nahrung haben wir. Wir haben letztes Jahr 15.000 verbraucht, also wir müssen da jetzt schon noch ein bisschen was drauflegen. Damit würden wir wahrscheinlich auch noch über einen zusätzlichen Winter kommen, aber dann wird es langsam sehr eng. Was haben wir da? 1, 5, 3... 3.000 kommen da nochmal drauf. Das könnte schon fast reichen, glaube ich. So, da haben wir nochmal Arbeiter frei. Aber wir werden erstmal das Ding fertig bauen, dass wir hier dann die Hühner hochziehen können. Ich glaube auch, wir brauchen oder könnten schon wieder Häuser bauen.
Oh ja, deutlich. 60 Familien und 47 Häuser. Ich traue aber hier... Oh, was denn hier? Wir haben einen Brunnen. Wo war der denn? Der war... Wo ist denn der Brunnen hin? Da, glaube ich, ne? Ich glaube, da ist der Brunnen. Ich würde vorsichtshalber hier oben einfach noch gerne einen hinsetzen. So. Oh, was hätte ich gerne Weizen, ey. Da sag ich was. So, Eisen, Eisen, Eisen. Muss ein bisschen gucken, dass die Kohle nicht ausgeht. So, Lebensmittelvorräte sind fast aufgebraucht. Aber wie gesagt, das schaffen wir jetzt noch. So, hier sind wir fertig. Da kommen jetzt Hühner hin. Dann brauchen wir noch ein Viehhirt. Reicht hier einer? Tatsächlich. Okay, gut. Habe ich nichts gegen. Was ganz witzig ist, mal gucken, ob wir sehen. Die Hühner sind jetzt, glaube ich, noch hier. Eigentlich sollten die jetzt auf dem Weg sein. Irgendwann müssen sie auch anfangen, wahrscheinlich, wenn die erste Arbeitskraft da ist. So, Bauarbeiter, Arbeiter. Okay, wir können noch Häuser bauen, aber erstmal werde ich hier jetzt diesen Brunnen hinsetzen. Wenn Feuer ausbricht, weil von da dahin ist es halt auch ein bisschen heikel. Reicht hier echt eine Arbeitskraft, ja? Na gut. 109 Nahrungsmittel. Das ist nicht viel. Man sieht hier auch, dass sie das Feld gar nicht mehr voll bestellen können. So, jetzt sollten eigentlich die Hühner unterwegs sein. Da sind sie nicht mehr. Wo laufen sie, wo laufen sie? 2 sind hier angeblich. Ich sehe gerade nur 1. Ja, schade. Was ich eigentlich zeigen wollte, ist, da kommt's. Dass die Tiere dann selbstständig vom Händlerposten dann zu ihr Stall gehen. Das finde ich lustig. Da kann ich drüber lachen. So. Gut, den bauen wir erstmal. Dann könnten wir theoretisch das eine Feld auch noch fürs nächste Jahr bestellen. Das haben wir jetzt natürlich verpasst. Aber gucken wir erstmal, dass wir so über die Runden kommen. Alles andere passt. Kohle sind wir auch wieder dabei. Das wird jetzt wirklich ein bisschen spannend. Ob hier der... War schon Sommer. Ich habe überlegt, ob wir das Feld doch noch anschmeißen, aber das passt schon. Ob wir genug produzieren, um uns über den Winter zu bringen oder ob das jetzt... wie prophezeit eng wird. Wir haben knapp 12.000, knapp 16.000 brauchen wir. Das wird eng, glaube ich. Na, wir gucken mal. Wir gucken mal, was passiert. Bin gespannt, ein bisschen. Das Schöne bei den Hühnern ist, die legen natürlich auch noch Eier. Hier ist übrigens jetzt mal jemand bei einem Höhleneinsturz umgekommen. Das passiert hin und wieder mal, aber... Erstmal nicht so dramatisch, solange es nur einer ist. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, wie gebildet meine Bevölkerung ist. So, da haben wir jetzt dann da nochmal fertig gebaut. Dann 217 Steine. Dann würde ich einfach sagen, wir knallen. Ich bin mir unsicher. Nee, ich glaube, wir lassen das erstmal. Wir werden jetzt erstmal hoffen, dass das hier alles passt. Und wenn wir da gut durchs Jahr kommen und wir gut abschätzen können, ob das mit den Nahrungseinheiten so passt oder ob das zu wenig ist oder so, dann... Oh, jetzt haben wir auch nochmal 6 Leute. Lebensmittelvorräte sind fast aufgebraucht. Können uns überlegen, ob wir nochmal einen Fischer bauen. Das wäre vielleicht nochmal eine Alternative. Oder nochmal einen Sammler. Ein Sammler hätte halt kurzfristig, glaube ich, einen ganz guten Effekt. Stellt sich jetzt ein bisschen die Frage, wohin wir den bauen. Wir können den eigentlich hier oben nochmal hinsetzen.
So, machen wir das nämlich nochmal. Die bringen ja auch nochmal so knapp 1000 Einheiten. So, jetzt wird's spannend. Weil wir haben deutlich Leute. So 6 Eier, die werden es richten. Aber es war eine schöne Abwechslung, glaube ich. So, noch einer von einem Steinsbrocken erschlagen. So, da haben wir immer noch 70%. Da werden wir erstmal so schnell nicht in Probleme kommen. Weizensamen. So. 70, ach, 680. 90 Einheiten brauchen wir noch, komm schon. Das muss doch jetzt möglich sein. 700 und zack und zack und zack und zack und da komm schon. Ja! 42 Einheiten fehlen noch. Komm schon, das muss doch drin sein jetzt. Oh, würde ich mich da ärgern, wenn das jetzt nicht klappt, ne? Wir stellen nochmal einen zusätzlichen Händler ein. Und gehen eben mal noch mit, ich muss ein bisschen Winterkleidung gerade nochmal gucken. Ledermantel, gehen wir nochmal auf 90. Hauptsache, das kommt, weil dann können wir Weizen säen. Und Weizen wäre gut, Weizen wäre richtig gut. So, knapp 3000, das ist echt nicht viel. Oh, oh, oh. Haben wir hier eigentlich noch irgendwas auf Lager? Nee, haben alles andere abgegeben. So, also 70, 707, komm, da fehlt echt nicht mehr viel. Jetzt Mais wieder nehmen, ne? Ganz schlau Mais nehmen. Komm schon. So, 4000, komm schon, komm schon, komm schon. Gib uns den Weizen, den wir wollen. So. Oder Stein. Und die sind ja, glaube ich, gerade unterwegs und holen das. Also, ich sehe aber gerade keine Schubkarre. Ist mir eigentlich scheißegal. Gut, dann mach doch hier Stein. 40 Einheiten. Ist mir egal. Hauptsache, wir kriegen jetzt nochmal Weizen ran. Komm schon. Wo seid ihr? Da kommt er. Da kommt er. Mitten durch den Wald mit seiner Schubkarre. 15. 70. Und dann hier oben 752. Oh, jetzt gucken. Weizensamen, 54 Einheiten, so viel ist egal. Handeln. So, zack. Dann haben wir nämlich Weizen. Weizen ist super. Weizen ist mein Freund. Dann können wir hier unten werden wir Weizen anbauen und nochmal Weizen anbauen. So, wenn wir es jetzt schaffen. Wir hauen aber nochmal die Sammlerhütte an. Sammler, Sammler, Sammler. Und auch das hauen wir an. Da haben wir nochmal Weizen. So. Okay. Wenn wir das jetzt über den Winter schaffen, dann ist alles gut. Beziehungsweise ohne, damit wir jetzt hier nicht in Probleme kommen. Null und keine Steine. Und das mit dem lässt du auch erstmal. So, dann können wir hier einen Händler wieder rausnehmen. Da ist eigentlich alles okay. So, Werkzeuge sind durch. Dann können wir einen Schmied erstmal wieder einstellen. Oh weia, oh weia, oh weia. 1800, jetzt ist Winter. Das wird, glaube ich, das wird schwierig. Das wird schwierig. Da ist gerade eben mal richtig was reingekommen. So, wir haben jetzt 68 Familien und nur 47 Häuser. Also jetzt sind wir immer wirklich dabei. Wir haben letztes Jahr, dieses Jahr, 16.000, 15.000. Die Differenz ist nicht so groß. Noch nicht. Aber wir sehen ja, dass jetzt erstmal nicht so viel produziert wird im Winter. Also das ist wirklich jetzt eng.
Das muss man mal sagen. Wir können auch eigentlich hier den Obstgarten dann auch nochmal anschmeißen. So, dann könnt ihr zumindest schon mal im Frühjahr ordentlich säen. So, jetzt ist es natürlich schön. Jetzt können wir erstmal ein bisschen Kohle. Wir gehen ja nochmal auf. Na, ein bisschen viel. 170, dass wir nochmal 20 produzieren. 20 Einheiten. So. Okay, offensichtlich haben wir zumindest den Winter erstmal überstanden. Jetzt muss natürlich ordentlich gesät werden. Hier unten gibt es richtig schön Weizen. Und in der Zwischenzeit, finde ich, können wir mal nochmal Häuser bauen. Ich knall jetzt nochmal 3 Häuser hin. Dass wir da ein bisschen was haben. So, jetzt geht hier die Zufriedenheit auch so ein bisschen zurück. Das hat, glaube ich, schon damit zu tun, weil es sehr eng ist und, naja. So, das mit den Holzhackern funktioniert aber soweit. Hier wird gut gesammelt. Okay, ich glaube, das war echt eine gute Idee, hier noch den Sammler zu aktivieren. So, da dürfte jetzt aber auch Fleisch produziert werden. Ich glaube, das sieht gut aus. 18 Eier, meine Herren, noch von 2 Hühnern. Das sieht gut aus. So, guckt euch das an, wie der Weizen hier kommt. Und dann können wir, also wir könnten auch theoretisch schon früher eine Brauerei bauen. Ah, die kann man nämlich mit allen möglichen Sachen betreiben. Aber Weizen ist relativ ertragreich, habe ich zumindest immer das Gefühl. So. Jetzt kommen hier auch wieder ordentlich Arbeiter dazu. Ich muss also langsam mal gucken, wie das mit der Kirche eigentlich aussieht, weil 170, da passen nur noch 10 rein und dann müssten wir da mal nachfüllen. 109 Ledermäntel. Können auch nochmal überlegen, einen Fischer zu bauen. So. Man denkt ja immer, nur der Winter ist schwierig, aber auch der Frühling ist nicht ohne. Klar, fangen die Leute an zu säen, aber wird halt noch nicht geerntet. Das heißt, auch das ist noch nicht ganz vorbei, wie wir sehen. 236. So, aber da sollte eigentlich jetzt einiges dazukommen. Wir können auch hier unten dann nochmal einen Brunnen bauen. Zumindest können wir den hier schon mal hinsetzen. Papier ist eigentlich egal, weil da werden sie sowieso nicht, ein Haus werden wir da nicht mehr hinkriegen. Können wir da noch einen Brunnen hinsetzen? Muss nicht sofort sein, aber demnächst. Das sind Felder. Das finde ich gut. Doch, das sieht gut aus. Ich will es nicht beschreien, aber ich glaube, das packen wir. So, hier gibt es 400 Rindfleisch. Was gab es hier oben? 160 Rindfleisch. Das geht aber sehr gut voran. So, da ist nichts zu essen. Da hat jemand Hunger. Das Symbol sehe ich jetzt zum ersten Mal in dieser Version des Let's Plays. Das erste Mal Hunger in Kreuburg, aber wurde abgewimmelt. So, ich glaube, wir sollten mal wirklich Verkäufer aufstocken. Weil, ja, man sieht, da ist, die kommen nicht so richtig hinterher. Man könnte auch sich da nochmal überlegen. Ich meine, wir sollten jetzt hier nicht viel südlicher, sondern vielleicht ein bisschen östlicher gehen, was Häuser angeht. Ich wollte nur ganz gerne, dass die jetzt erstmal relativ nah an den Produktionsstätten dran sind. Dann nochmal einen zweiten Marktplatz zu bauen, wollte ich sagen.
Ja, da sind die Leute jetzt gut am Rotieren. So, dann haben wir hier unten aber auf jeden Fall gleich noch einen schönen Brunnen. Und gleich gibt es ordentlich Lebensmittel. Dann gucken wir mal, wie wir so aufgestellt sind. So, was ist hier Sachlage? Kohle. Mit Eisen sind wir gut dabei. Kohle ebenso. Also ich denke, eine Kirche werden wir hier auf jeden Fall noch hinstellen. Irgendwo hier. Und dann können wir das hier auch mal langsam nach Norden auslagern. Ja, mit den Lebensmittelvorräten. Da kommt jetzt einiges rein. Da ist niemand drin, das ist okay. So, im letzten Jahr 2000, fast, ja doch, 2000 Einheiten drüber, über dem, was wir produziert haben. Ich hoffe, das sieht in diesem Jahr ein bisschen besser aus. Gerade sind wir zumindest noch unten drunter. Das interessiert mich jetzt. Da kommt der Händler nochmal. Wenn er jetzt Schafe hat, haben wir Pech gehabt. Ich werde jetzt aber gerade erstmal nichts ausgeben. So, das ist für mich jetzt spannend. Aber wir nähern uns der positiven Seite. Sollte passen. Wir werden nicht in der Lage sein, viel Vorrat anzulegen, aber wir kommen, glaube ich, auf jeden Fall gut über den Winter. Ja, das sieht sehr gut aus. So, natürlich gucken, was wir jetzt noch über den Winter verbrauchen, aber das sieht so aus. Ich meine, jetzt ist die Hälfte reingeholt, da kommen wir, da sind wir sehr gut dabei. So, Herr Händler. Paprika wäre interessant gewesen, Pflaumenkerne an sich auch, aber nee. Nee, nee, nee. Gut, ja. Ach Mensch, haben wir wieder einiges geschafft. Ich bin gerade sehr zufrieden. Jetzt gibt es natürlich nochmal ordentlich wieder Arbeitskräfte. Wenn es mit dem Brennholz passt halbwegs. Können nochmal zwei Förster einstellen. So, haben wir hier irgendwas, wo wir nochmal... Ja, komm. Kommen wir nochmal zwei Förster an. Ich meine, jetzt sieht es echt so aus, als würden wir es gut packen. Wenn wir nochmal einen Verkäufer noch dazu packen. 34%. Ich glaube, das passt alles sehr schön. Brennholz, Kohle, Eisen, Werkzeuge. Jawohl. So, hier sehen wir jetzt, hier bleibt jetzt ein bisschen was liegen. Es ist Spätherbst. Das geht jetzt natürlich ein. Da wäre es, glaube ich, schön, wenn wir dann im nächsten Jahr einen mehr hätten. Aber abseits davon sind wir jetzt bei 3000 an Vorrat. 17.000, also 5.000 mehr produziert erstmal jetzt bis hierhin. Das ist schon okay. Da haben wir ein bisschen Vorrat angelegt. Da sind wir jetzt also deutlich drüber. Ich warte jetzt nochmal den Winter ab, dass wir nochmal einen Rückblick kriegen. Aber insgesamt, wenn wir jetzt mal hier so gucken, haben wir das ganz gut gewuppt gekriegt. Auch wenn unsere Vorräte einfach mal krass eingebrochen sind. Aber wir haben es geschafft. Würde ich behaupten, wenn wir den Vorrat jetzt wieder aufholen können. Das ist schon sehr gut gelaufen. Ja, das mit der Bildung ist natürlich in den Keller gegangen, weil wir ungebildete Nomaden dazu gekriegt haben. Aber das ist alles schön. Wir sind natürlich jetzt, was die Familien- und Wohnhäuser angeht, ein bisschen unterbelegt, aber jetzt geht es darum, kontrolliertes Wachstum zu generieren. Aber das kriegen wir, glaube ich, hin. Das haben wir sehr gut gehandelt. Wir haben aber gemerkt, das war grenzwertig. Wenn es jetzt 25 oder gar 30 gewesen wären, dann wäre das, glaube ich, eine ganz andere Nummer geworden. Aber so passt das.
So kommen wir auch über diesen Winter und auch über den nächsten Frühling ganz gut. Und wir können dann auch nochmal anfangen, quasi die Holzhäuser hier oben auszutauschen. Aber jetzt machen wir erstmal, jetzt finde ich erstmal, kann man sie ein bisschen zurücklehnen. Jetzt würde ich gar nicht so den Druck haben, noch krass ausbauen zu wollen, sondern jetzt stabilisieren wir erstmal die Lage, werden dann ein paar Holzhäuser austauschen und dann überlegen, was wir mit diesem Bereich hier machen, weil den werden wir ja sicherlich für Häuser brauchen oder den hätte ich gerne für Häuser. Wir haben hier oben ja aber ganz gut Platz, das heißt, wenn wir das von hier unten einfach nach oben verlegen, dürfte das kein Problem werden. Hier oben ist noch gut Platz. Da hätten wir theoretisch auch keine zwei gebraucht, aber lieber ein Lagerhaus zu viel als zu wenig, weil dann müssen sie doch deutlich weiterlaufen. Finde ich gut. So, da haben wir es gleich. Ich behalte das jetzt nochmal im Blick. Da kommen wir gut rüber. Das schaffen wir. Können wir theoretisch noch einen Förster einstellen, aber das kriegen wir, glaube ich, auch hin mit dem Holz. Da waren wir immer ganz gut dabei. Haben letztes Jahr halt viel verkauft, aber das ist an und für sich erstmal nicht weiter wild. Guck mal, es ist schon, haben wir 10.000 mehr verbraucht, als wir hatten. Das war genau das, was wir als Reserve mehr oder weniger immer dabei haben. Beeindruckend. In 100 Jahren haben wir 184.000 Einheiten Nahrung produziert. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Kleidung sind wir auch noch im Plus. Eigentlich sind wir gerade überall im Plus. Das mit der Nahrung sieht gut aus. Da sind wir jetzt nicht deutlich drüber, aber deutlich genug. Und darum geht's. So, das Lager ist auch langsam voll. Da müssen wir uns mal Gedanken machen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Beziehungsweise in der nächsten Aufnahmesession. Weil ich mache jetzt erstmal eine Pause. War spannend genug. Hab heute auch schon ein bisschen Alien hinter mir, was auch spannend war. So, jetzt sehen wir, wir sind also schon 1.500 Einheiten wieder drüber. Da können wir uns jetzt wieder ein bisschen was aufbauen. Plus, da kommen ja noch wirklich einfach nochmal wieder was dazu. Wir haben ja hier noch die Nussfarm. Das muss auch erst nochmal fertig werden. Also, insgesamt voller Erfolg. Ah, was für eine schöne Session. Und es steht noch alles. Bin sehr begeistert. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Für euch ist das jetzt ja quasi direkt im Anschluss. Ich mache jetzt aber erstmal eine Pause. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.